Kapitel 6. Eine Reise für zwei. Ja, ich sagte ihr. Und damit habe ich dich auch genug mitgeschleppt. Komm raus, Sol. Aus einer der beiden Kisten erklang eine überraschte Stimme, als Galoppa diese abstellte. Du wusstest, dass ich da bin? Woher? Erwischt kletterte das Vulkano aus der Kiste. Nun war Flamme auch klar, weshalb die Ladung so schwer gewesen war. Weil sie ein extra Pokémon umfasst hatte. Warum zur Hölle bist du hier? Du sollst im Dorf sein oder auf Wache. Wieso bist du mir gefolgt und warum wusstest du davon, Galoppa? Ich wusste nichts, aber du unterschätzt eure Mutter. Sie hat mich heute Morgen früh am Morgen vorgewarnt und mich gebeten, dir auch einen Reisevorrat mitzunehmen soll. Durch den Wind nahm der junge Krieger den Beutel an, welchen Galoppa ihm nun überreichte. Flamme war hiervon alles andere als begeistert. Jetzt wartet mal, alle beide. Du kannst doch nicht einfach mitkommen, Sol, das ist meine Reise. Und hast du nicht genug im Dorf zu tun? Wieder übernahm Galoppa die Antwort. Oder zumindest ein Teil davon. Das Dorf ist friedlich. Das meiste, was die Krieger dort machen, ist ehrlich gesagt Tradition und Beschäftigungstherapie. Und was spricht denn dagegen, dass du Hilfe bekommst? Zumindest bevor du Terrus triffst. Dass du auserwählt bist, deinem Pfad zu folgen, heißt nicht, dass du das alleine musst. Kurz zögerte Flamme, unsichere Blicke zwischen Galoppa und Sol hin und her werfend. Oder möchtest du lieber alleine reisen? Willst du gar nicht, dass ich mitkomme? Flamme wollte selber nicht mitkommen, aber dies sprach er nicht aus. Stattdessen sagte er, was er dachte. Doch schon, aber sei dir wirklich sicher, dass das geht? Ich will nicht Terrus Zorn auf mich ziehen oder sowas. Nun, sicher sagen kann dir das nur Terrus. Aber es gibt keinen Grund. Und eure Mutter hat sich darüber auch keine Sorgen gemacht. Ich denke schon, dass dies nicht das Problem wird. Immer noch war sich Flamme sehr unsicher. Doch er ging noch einmal in sich. An sich stimmte durchaus, was die beiden hier sagten. Warum sollte Terrus sich irgendwie daran stören, wenn jemand ihm helfen würde? Wäre es nicht eher im Gegenteil auch dem Forstgott recht, wenn der Auserwählte ihn früher erreichen würde? Und vielleicht würde die Reise in dieser Welt letztlich ja sogar recht angenehm werden, wenn er ein Pokémon an der Seite hatte, welches er gut kannte. Na gut, ihr habt mich überzeugt. Also weiter, wir wollen so bald wie möglich zum Dorf. Entschlossen und zufrieden trat Sol voran. Noch ein paar Schritte vor den anderen beiden spazierend. Es war wieder recht eindeutig. Das Vulkano kam wirklich deutlich eher nach seinem Vater, als Flamme es tat. Sag mal, Sol. Die Frage, die das Vulpix nun schon lange beschäftigte, wollte er nun auch mit seinem Bruder teilen. Herausfinden, ob dieser vielleicht eine Idee hatte. Was gibt's? Kannst du dir eigentlich irgendwie erklären, warum Terrus genau mich auserwählen würde? Es gäbe doch so viele bessere Pokémon für den Job. Die Antwort, welche folgte, kam wie aus der Pistole geschossen. Und ergab absolut keinen Sinn in den Augen des Vulpix. Nö, gäbe es nicht. Was redest du denn? Natürlich. Es gibt im Dorf so viele Pokémon, die diese Reise besser bestreiten könnten. Oder du selber. Du kannst kriegerisch alles, was ich auch kann. Und hättest anders als ich auch die Motivation für so ein Abenteuer. Was gäbe es denn für Gründe, mich statt dir zu wählen? Ein weiteres Mal folgte die Antwort sofort. Und schien für den Erwählten des Terrus noch einmal sinnloser als die vorige. Das weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass es sie gibt. Langsam verlor der Fragende auch die Geduld über all diese recht kryptischen Antworten hinweg. Was redest du denn für einen Scheiß? Wo willst du denn wissen, dass ich auserwählt sein sollte, wenn du selber nicht weißt, weshalb? Na, weil ich Terrus vertraue. Kurz verstummte Flamme wieder. Weshalb zweifelst du denn so sehr daran, dass du die richtige Wahl für den Job bist? Glaubst du nicht an Terrus? Seit vielen, vielen Jahren wurde Flamme wie jeder Krieger des Stammes dazu erzogen, den Weltengeist des Weltenbaumes des Forstes, den Gott des Waldes, den Bringer der inneren Flamme, zu ehren und ehrfürchtig zu sein. Die Anschuldigung, dass all diese Erziehung einfach am Vulpix vorbeigegangen waren, erzürnten ihn.
Natürlich nicht. Galoppa stellte die Frage, welche sich langsam auch in Flammes eigenem Gedächtnis bildete. Warum glaubst du dann, er würde die falsche Wahl treffen? Terrus ehrt nicht und auch wenn wir nicht wissen, weshalb du der Auserwählte bist. Wir wissen, dass Terrus keine falsche Wahl treffen würde. Flamme wusste nicht, wie er nun antworten sollte. Deswegen tat er es nicht. Stattdessen schritt er weiter. Stumm. Seine beiden Begleiter konnten sich nur wundern, was nun wohl im Kopf des Vulpix vor sich ging. Die Nacht kehrte bald ein und Sterne schmückten den Himmel. Noch war dies jedoch alleinig durch die Wipfel hin sichtbar. Der Wald war riesig und beinhaltete alles, was man irgendwie im Leben brauchen könnte. Und dies wussten seine Bewohner. Nur die wenigsten verließen jemals die Sicherheit der Bäume. Nur die wenigsten erblickten je, was sich außerhalb befand. Es gab in diesen Zeiten keine Gründe mehr. Mit dem Aufgang des Mondes endete auch der erste Reisetag der kleinen Gruppe. Wir kommen sehr gut voran. Es würde mich wundern, wenn wir nicht bis übermorgen Mittag im Vulkandorf sind. Und wann verlassen wir den Wald? Kurz schweiften die Augen des Pferdes in die Ferne ab. Morgen. Ich denke am frühen Nachmittag. Aber seid ihr auch bereit für das, was euch dort erwartet? Wieder zeigte sich hier deutlich, welcher der Brüder wahrlich bereit für ein großes Abenteuer war. Natürlich! Was werden wir denn draußen alles sehen? Wie ist es außerhalb des Waldes? Flamme hingegen blieb unsicher. Bereiter werde ich wohl nicht mehr. Auch wenn das nicht viel heißt. Galopp hatte sich inzwischen offensichtlich bereits mit dem Verhalten des Vulpix abgefunden und bezog sich deshalb auf die Frage seines Bruders. Nun, erwarte nichts zu Großes dort draußen. Es gibt vor dem Vulkan nichts. Und mit nichts meine ich nichts. Es ist wie eine gähnende Leere. Der Boden staubig und ewig weit. Irgendwo in sich vernahm Flamme leise eine Stimme, die ein einziges Wort sprach. Eine Wüste? Etwas perplex starrte Galoppa ihn an. Eine was? Mir fehlt, glaube ich, das Wissen, um zu verstehen, was du meinst. Unsicher, was genau er gerade selber von sich gegeben hatte, versuchte der junge Krieger eine Ausrede zu finden. Ich denke halt, dass man vielleicht irgendein Wort braucht, um das zu beschreiben. Weil Leere mit Staub am Boden ist kein griffiger Name, man kann es ja Wüste nennen. Offensichtlich waren seine beiden Begleiter etwas verwirrt von dieser sehr offensichtlichen Ausrede. Allerdings hackte Galoppa nicht nach. Im Gegenteil. Ich meine, an sich kann man dem Ort jede beliebige Buchstabenkombination als Namen geben. Es spricht also nichts dagegen. Aber Wüste spricht sich gut, das stimmt schon. Also, morgen reisen wir dann in die Wüste. Langsam verloschen die Flammen des Lagerfeuers. Die Stille des Waldes war alles, was verblieb. Die Nacht war angebrochen und die Gruppe hatte sich zur Ruhe gelegt, um so die nötige Kraft für den folgenden Tag zu haben. Nur Flamme fiel es schwer, diese Ruhe auch zu finden. Es wäre auch das Erste, was ihm auf dieser Reise gelingen würde. Stattdessen schien eine leise Stimme zu erschallen, inmitten aus dem Nirgendwo und doch überall. Gleichzeitig bemerkte das Vulpix deutlich, dass seine Begleiter nichts von alledem mitbekamen. Es war dieselbe Stimme, welche auch den Begriff der Wüste brachte. Zwar verstand Flamme kein Wort, doch irgendwie fühlte es sich an, als würde die Stimme rufen. Nicht auf eine fordernde Weise, nicht auf eine unfreundliche. Irgendwie wirkte es vertraut, einladend, wie eine Bitte eines alten Freundes, doch mal wieder vorbeizukommen. Allerdings die Bitte eines alten Freundes inmitten der Nacht ohne eine Idee, wo dieser sich herumtrieb. So konnte Flamme nicht mehr tun, als weiterhin auf Schlaf zu hoffen. Und bald
Bald hat ihn endlich die Müdigkeit übermannt, bis er sich in einer ewigen Schwärze wiederfand. Dunkelheit schien alles zu sein, was an diesem Ort war und sein sollte. Weshalb war Flamme hier? Was war dieser Ort? Nichts schien diese Frage beantworten zu können. Zumindest nicht, bis ein kleines Licht die Dunkelheit erhellte. Es schien nicht mehr als ein Kerzenschein, eine winzige Flamme, doch der einzige Funke im ewigen Schwarz. Und von diesem Lichtlein ging eine Stimme aus. Jene Stimme, welche all die Zeit gerufen hatte. Endlich kann ich dich erreichen, Flamme. Ich versuche es schon seit Tagen. Wer bist du? Was ist dieser Ort? Kurz blieb die Stimme stumm. Es dauerte offenbar einen Moment, bis sie alle Antworten parat hatte. Dieser Ort ist nirgendwo in deinem Inneren. Er ist eine Art Zustand ohne Gestalt. Es gibt diesen Ort nur, da ich dich noch nicht von meiner Wurzel aus erreichen konnte. Es ist eine Art Winkel deines Unterbewusstseins. Und ich trage nicht wirklich einen Namen. Und wenn man mich mit einem Namen ansprechen würde, wäre es wohl Flamme. Es fühlte sich wirklich an, als würde niemand je mit Flamme Klartext reden wollen. Was zur Hölle heißt das? Sag mir doch einfach, wer du bist. Du hast es nicht mit dem Herumreden. Das hätte ich bemerken sollen. Also gut, Flamme. Ich bin du. Ich bin, was jeder Krieger eures Stammes hat. Die Kerze, welche Kamerupt im Waldschrein entfacht hat. Ich bin ein inneres Feuer. Du willst mir also sagen, dass du wortwörtlich ich bist? Und wieso sollte es dann für dich schwierig sein, mich zu erreichen, wenn du ich bist? Meine Kraft entspringt einem besonderen Ort, tief in deiner Seele. Und noch habe ich keinen Weg gefunden, deinen Verstand dorthin zu rufen. Bald werde ich es schaffen. Und dann können wir wirklich von Angesicht zu Angesicht sprechen. Das verspreche ich dir. Natürlich glaubte Flamme an die Legenden seines Stammes. Er hatte die Lichter im Schrein des Waldes selber gesehen. Aber dass dieses innere Feuer wirklich so wörtlich existierte, hatte keiner dem Vulpix gesagt. Und er hatte es definitiv nicht erwartet. Wie kann es sein, dass du so in meinem Inneren schläfst? Niemand im Dorf hat je gesagt, dass dieses innere Feuer so sein soll. Was bist du wirklich? Flammes Misstrauen schien die Stimme sehr zu erschrecken. Ich sage die Wahrheit, ich verspreche es. Aber du hast auch nicht Unrecht. Niemand hätte dich vorwarnen können, weil dies nichts Gewöhnliches ist. Für die meisten ist diese innere Flamme wirklich etwas rein Symbolisches. Aber nicht für dich. Denn ich bin der Grund, weshalb du besonders bist, mein Freund. Ich bin, weshalb wir auserwählt sind. Irgendwo wankte das Vulpix immer noch, wollte nicht völlig vertrauen. Doch gleichzeitig kam in ihm ein Gefühl auf, das ihm sagte, dass er vertrauen könnte. Diese Stimme war kein Feind, sondern ein Begleiter. Gut, dann, weshalb wolltest du mit mir sprechen? Weshalb hast du mich gerufen? Nun denn, vor allem, um dir zu zeigen, dass ich existiere. Es ist zu unser beider Vorteil, wenn du dieses Wissen hast. Und vielleicht als kurze Erklärung, das Wort Wüste habe auch ich dir gegeben. So nennt man diese Orte. Ihr kennt sie noch nicht. Aber das ist zweitrangig. Du musst wissen, dass du auf dieser Reise nie alleine sein wirst, da ich dich begleite. Wenn du Hilfe brauchst. Oder wenn du einfach reden möchtest. Bald werde ich dich empfangen können. Flamme war recht zufrieden mit dem Gespräch. Danke, schätze ich. Also dann, ja, wie genau nenne ich dich jetzt? Auch die Stimme blieb stumm, als ein Ausdruck der Ahnungslosigkeit. Du sagtest, du bist meine Flamme, richtig? Warst du dann auch der Feuersturm im Schrein des Waldes? Ja, was du dort sahst, war ich. Die Augen waren meine. Kurz dachte Flamme nach, bevor er zu einem Schluss kam.
Nun, du bist offensichtlich eine besonders mächtige Flamme. Und ich lernte dich im Schrein kennen. Als Inferno des Waldschreines. Inferno, so werde ich dich nennen. Das Inferno, welches die Flamme leitet. Das gefällt mir.